Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute arbeiten wir mal ein bisschen mit Washi-Tape. Viele wissen ja immer gar nicht, was sie mitmachen sollen und stellen sich immer die Frage, was macht man eigentlich mit so viel Washi-Tape? Ja, ich verrate es euch und zwar eine Kerzenkarte. Die ist so einfach, aber sieht so schön aus, weswegen ich die heute mit euch basteln möchte. Ihr nehmt euch einfach verschiedenste Washi-Tapes, die euch von den Farben her gefallen, schneidet sie oben gerade ab, ja, gerade und schräg, und klebt sie dann hier auf. Weil Washi-Tape nicht so gut hält, nehme ich jetzt persönlich hier solchen Klebestreifen quasi, doppelseitigen, und klebe den schon mal hier so vor. Denn meine Kerzen werden in verschiedenen Höhen hier komplett jetzt entlang gehen und ich klebe sie einfach direkt hier so an und schneide hier unten gerade mit dem Cuttermesser ab. Der Clou daran ist auch, dass ihr verschiedene Höhen macht, also nicht immer nur eine Höhe, sondern wirklich verschiedene Höhen, damit es auch schön aussieht. Jetzt habe ich hier natürlich gerade ein doofes Washi-Tape. Das hat sich gerade zerrissen. Das ist natürlich Oll. Ja, das könnt ihr nur reparieren, indem ihr es abmacht. So, das müssen wir nochmal machen. Das ist natürlich ärgerlich, dass ausgerechnet, wenn ich so eine Karte mache, mein Washi-Tape reißt. Hier schon wieder. Also das ist ein olles Washi-Tape. Wir probieren es noch einmal. Nö. Wenn es nicht will, dann nehme ich ein anderes. So. So, schneiden wir mal hier oben gerade ab. Und gucken mal. Ah, jetzt haben wir es hingekriegt. Siehst du, einmal schimpfen. Hat gehört, sonst wird es nicht genommen, dann wird es gleich funktionieren. So. Kleben das hier mit hin. Und so quasi könnt ihr auch mal mit Washi-Tape arbeiten. Weil, das ja doch bei manchen so immer die Sache ist, für was sollen sie es nehmen. Ja, wichtig ist, dass ihr dickes und dünnes nehmt. Umso schöner sieht es aus, finde ich persönlich. Umso schöner sind die gemalten Kerzen am Ende. So. Und auch verschiedenfarbig, ne? Also ich achte, ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ich ganz viele verschiedene bunte nehme, die ich halt, ja, quasi hier rumliegen habe. Ihr wisst ja, ich habe ja ganz, ganz viele Washi-Tapes, weil ich immer wieder welche mitnehme. Ich kann an den Dingern immer nicht vorbeigehen, habe jetzt aber Washi-Tape-Verbot. Also habe ich mir selber erteilt. So, hier ist kein Anfang, doch hier, da. Ja, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal ein paar aufbrauchen, damit ich, nicht immer mehr und immer mehr habe und sich das hier stapelt und häuft. Und ich nicht mehr weiß, wohin damit. Na? Weil ich habe ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stangen voller Washi-Tape. Das reicht. Das ist mehr, als ganz viele andere Menschen haben. Und man muss es ja auch nicht noch mehr übertreiben, als man schon übertrieben hat. Ne? So. Ja, ich würde jetzt sagen, ich dekoriere mal hier weiter das Washi-Tape, bevor ich euch hier die ganze Zeit voll laber. Und spule mal schleunigst für euch vor. Und dann bemalen wir und stempeln die Karte zum Schluss gemeinsam fertig. So, jetzt habe ich die Washi-Tapes alle aufgeklebt. Und jetzt male ich kleine Flämmchen obendrauf. Mit einem Copic-Marker. Ihr könnt aber auch einen Filzstift nehmen, einen ganz normalen. Das ist komplett euch überlassen. Wichtig dabei finde ich persönlich, dass die Flammen nicht alle gleich aussehen. Das finde ich immer langweilig, weil, ja, also wenn ihr Kerzen anschaut, die sehen ja auch immer ein bisschen verschieden aus. Deswegen schwinge ich die eine mal nach rechts, die andere nach links. Wenn ihr es natürlich symmetrisch mögt, könnt ihr natürlich auch alle ganz genau gleich machen. Aber ich bin da immer so ein bisschen, ja, einfacher quasi.
Ja, und dann koloriert ihr das Ganze so ein bisschen. Ihr könnt auch mit Buntstiften arbeiten, wenn euch das lieber gefällt. So ein bisschen plastisch auch. Also ich male hier jetzt mit Absicht so ein bisschen noch zusätzlich rein, um das ein bisschen ja, plastischer zu machen. Da ist wieder eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Ihr könnt die auch ganz einfach nur gestalten, aber ich mag halt, wenn hier so ein bisschen das noch mit dem Orange zu sehen ist, so mit den Schattierungen von der Seite her, kann man relativ einfach nachmachen. Versaut euch aber nicht eure Stifte. Also bei Copics kann man das ohne Bedenken machen, was ich hier gerade tue, mit der hellen Farbe in die dunkle gehen. Aber ich weiß von anderen Stiften, dass da schnell mal ja, die Stifte auch oll sind. Und das möchte ich natürlich nicht, dass eure Stifte versaut. Ihr könnt das gleichen, den gleichen Effekt aber auch mit ja, quasi Buntstiften erreichen, ne, wenn ihr da reinmalt. Aber ich finde, ja, mit Copics funktioniert das halt ganz gut. Ihr könnt die Twin Marker von Action dafür auch benutzen. Die Twin Marker von Action sind auch sehr, sehr gut und relativ günstig auch im Vergleich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Künstlerstifte, mit denen man die gleichen Effekte quasi erzielt. Wenn ihr sowas kennt oder so, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil nicht jeder hat natürlich Copics da liegen. Ja, und dann gefällt mir das schon ganz gut. So, ups, jetzt habe ich noch einen Glitzerstift. Ich mache mal noch ein bisschen Glitzer ran. So, um die Karte drumherum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es ist so ein Glitzer von Kuretake und Co. Ltd. von Wing of Stella Brush. Ja, keine Ahnung. Den habe ich irgendwann mal auf einer Messe gekauft. Ich finde den total toll und benutze den eigentlich viel zu wenig dafür, dass ich den so ultra toll finde. Weil man kann so tolle Effekte da machen. Wie jetzt zum Beispiel kann ich hier so einen Glitzerschimmer um die Kerzen drum machen. Das finde ich natürlich total cool, weil das passt einfach gerade unglaublich gut. So. Ja, und jetzt ist hier oben ja noch ein bisschen leer. Da gucken wir mal. Da habe ich bestimmt noch einen schönen Stempel mit einem schönen Spruch. Ja. Da haben wir einen Joy-Stempel. So. Joy. So, hups. Und so, Farbe. Oh, die riecht so dolle nach Mandeln. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber die riecht richtig doll nach Alkohol. Wahnsinn. Aber gut, die ist auch so. Ich könnte damit jetzt mit Copics etc. oder mit Wassermalfarben tuschen. Und das würde nicht verlaufen. Also muss ja irgend sowas drin sein. So. So, sehr schön. Gehen wir jetzt bitte drüber? Ja. Sehr schön. So, man kann ja seine Fehler auch mal vertuschen wieder. So, ein bisschen. So. Weil doof aussehen sollte nun nicht. So. Kleben wir hier auch drüber. So, whoop. Und schon haben wir unser komisches in die Ecke rumgemale und dann doch doof gefunden, wieder ein bisschen vertuscht. Und das passt auch schön dazu, weil ja auch die Kerzen hier unten drin sind. Das finde ich ganz hübsch. So. Ja, das gefällt mir. Die finde ich schön, die lasse ich so. Muss ja auch mal Karten geben, wo ein bisschen weniger drauf ist und man soll ja auf das Washi-Tape achten, ne? Ja, super. Dann danke ich euch mal wieder fürs Einschalten. Und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.